ich heute anlässlich der Preisverleihung zum Schreibwettbewerb Hello America hier begrüßen zu können. Zum dritten Mal hat nun schon die Written Art Foundation unter Federführung von Professor Kröll und mit Unterstützung von Herrn Göringer einen Schreibwettbewerb für Wiesbadener Schülerinnen und Schüler organisiert. In diesem Jahr ist gerade schon angeklungen, lautet das Thema Hello America. Bewusst wurde in diesem Jahr Amerika ausgewählt, weil es der Besuch Kennedys in diesem Jahr zum 50. Male wert. Liebe Schülerinnen und Schüler, wie immer habt ihr eine Schulstunde und ein DIN A4-Blatt Zeit, um eure Gedanken mit dem Thema beschäftigen zu Papier zu bringen. Heute konnten all diejenigen Schülerinnen und Schüler hier in den großen Festsaal des Rathauses eingeladen, deren Beiträge von einer Jury ausgewählt und prämiert wurden. Deswegen schon mal herzlichen Glückwunsch an alle Prämierten hier im Saal. Geehrter Herr Professor Kröll, geehrter Herr Göringer, im Namen der Landeshauptstadt Wiesbaden danke ich Ihnen und Ihrem Team ganz besonders und sehr herzlich für die umfangreiche Durchführung und Begleitung des Schreibwettbewerbs. Ich freue mich, dass sich der Schreibwettbewerb mittlerweile in der Wiesbadener Schullandschaft etabliert hat und bin sehr überzeugt davon, dass wir gemeinsam diese Art der Kooperation fortführen werden. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr geehrter, lieber Herr Professor Kröll, Frau Dr. Kröll, Herr Kröll, liebe Schulleitungen, liebe Lehrerinnen und Lehrer, aber ich begrüße auch alle guten Geister, die im Hintergrund zum Gelingen der heutigen Preisverleihung teilgenommen, beigetragen haben, allen voran den Mitarbeitern der Written Art Foundation und das Team aus dem städtischen Hauptamt. Ich begrüße auch die Vertreterinnen und Vertreter der Presse und vor allem die Stars des heutigen Tages, Schülerinnen und Schüler, deren Wettbewerbsbeiträge heute prämiert werden. Es war im letzten November die Preisverleihung des zweiten Schreibwettbewerbs. Das Kennedy-Jubiläumsjahr stand für Hessen und Wiesbaden vor der Tür. Auch die Schulen sollten sich, so unser Wunsch, mit dem Thema beschäftigen. Die Idee war geboren, könnte sich nicht der dritte Schreibwettbewerb im Jahr 2013 dem Thema Amerika widmen. Ich frage den Herrn Professor Kröll am Rande der Preisverleihung, können Sie sich erinnern, und Sie willigten spontan ein. Wenige Wochen später kam der Vorschlag, der Schreibwettbewerb sollte unter dem Motto, Herr Oberbürgermeister, Sie haben es schon gesagt, Hello America stehen. 50 Jahre ist es in diesem Jahr her, dass Präsident John F. Kennedy Frankfurt, Hanau, Erlangen und vor allen Dingen Wiesbaden besucht hat. In Wiesbaden hat er sogar übernachtet, in einem Hotel, an dem sich selber heute das Tourismus-Hotel steht. Und ich war zwar noch nicht ganz erwachsen, aber noch immer im Beginn der Teenager, wie ich kenne, wie ich hier in Wiesbaden war. Und ich kann Ihnen sagen, es war ein Hype hier. Das erlebt man heute, glaube ich, nur noch mit Schauspielstars oder Sportstars, wie wir, also mit Politstars sicher nicht mehr, wie wir Kennedy hier in Wiesbaden begrüßt haben. Und ich bin natürlich mit meiner Familie auf den Beinen gewesen. Und ich kann Ihnen sagen, wir sind vom Kurhaus neben der ganzen Eskorte hergelaufen, um Kennedy noch einmal vom Balkon des damaligen Ehrenhotels zu sehen. Und ich darf Ihnen sagen, bei mir war gar nicht so der politische Gedanke. Ich war 13 Jahre alt und für mich war natürlich dieser Traummann John F. Kennedy ein junger Politiker, der da stand. Und das fanden wir natürlich super gut. Und John F. Kennedy und Jackie Kennedy war ja stylisch in der Zeit angesagt und wir haben das natürlich genossen. Erst knapp zwei Jahre war es her, dass die Berliner Mauer im August 1961 errichtet wurde und bis 1989 Ost- und Westdeutschland voneinander trennen sollte. Hunderttausende Menschen versammelten sich in hoffnungsvoller Erwartung geprägt
und enthalte die Werke des Ausdrucks und des Mauerbaus und des Aspekts von Kriegs. Kennedys Rede gehört zu den bedeutendsten der deutschen Nachkriegsgeschichte und war wegweisend. Mit seinem auf Deutsch gesprochenen Satz, auf die wir ihn alle kennen, ist er kurz geworden: Ich bin ein Berliner, hat gewonnen Kennedy. In Berliner Berliner in letzter Zeit statt. Mut, zusätzlich, aber für uns war noch ein Volksmund der Geschichte. Liebe Schülerinnen und Schüler, geehrte Gäste, nun bleibt mir nur, euch und Ihnen eine unvergessliche Preisverleihung zu wünschen. Das ist heute euer Tag. Ich sag mal, ich habe schon so ein bisschen neidisch zu den Mountainbikes geguckt. Ich habe mal eins gewonnen, ich kann ja heute nicht mitmachen, aber ich wünsche jedem Einzelnen von euch, dass ihr seid. Und Herr Fischer, dass Sie hier sind, freut sich auch ganz besonders. Wir machen viele Projekte in dieser Stadt. Auch herzlich willkommen, dass Sie teilnehmen hier in der Schülerschaft in Wiesbaden. Freut mich außerordentlich. So, und jetzt danke ich Ihnen sehr. Ich werde häufiger gefragt, warum die Rhythm Art Foundation, warum ich als Teil der Rhythm Art Foundation diesen Wettbewerb mit unterstütze. Das wollte ich ein bisschen erklären. Bin ich technikaffin? Ja. Gibt es wahrscheinlich hier einige unter euch oder unter Ihnen, die technikaffiner sind? Davon gehe ich aus. Bin ich jetzt der Weltmeister der digitalen Welt? Nein. Aber verstehe ich die Chancen der digitalen Welt, ist, glaube ich, schon. Dieser Trend, der da gerade stattfindet, der wird nicht aufzuhalten sein. So, warum machen wir nun in einer solchen Welt trotzdem den Appell, dass auch die Handschrift ihren Platz haben sollte in der Ausbildung junger Menschen? So, das ist, warum vielleicht ein paar Beispiele, warum wir als Foundation das Thema Handschrift mit unterstützen wollten, warum wir Ihnen eine Plattform oder euch eine Plattform geben wollten, dass eben auch Dinge nicht nur aufschreiben mit dem Computer, sondern tatsächlich mit der Hand. Insofern bedanke ich mich, dass Sie hier fleißig zugehört haben. Schönen guten Morgen. Ja, danke schön. Wer hat vorher dieses Erlebnis? Du schreibst eine Prüfung und du bist nicht vorbereitet. Alle Lehrer schauen dich an. Okay. Das ist mein Gefühl jetzt. Ich bin nicht so gut vorbereitet. First of all, I want to say thank you very much. It is so wonderful to be among the honored guests here this morning. It's really a pleasure to be here. I work with students, I work with teachers, I work with principals on a daily basis. But one person I also work very closely with, and that's the commander of U.S. Army Garrison Wiesbaden. And he is in our schools all the time. He loves our schools, he loves our students, and he particularly loves partnership. Freundschaft, Partnerschaft, das ist sehr, sehr wichtig für hier. I never have known someone to say, oh, I wish I'd studied less. I've never known anybody to say that. I wish I'd studied less. I wish I put too much work into that. Hard work is worth it. Even when you don't win, and this time you won, but even when you don't win, hard work is worth the effort. You will be glad for the effort you make, because when you give it your best, you can always go back and say, I gave it my best, regardless of whether I win or lose. I gave it my best. But when you don't give your best, then you go, Chubby's a poop on your city. Thank you very much for the opportunity to be here today. Thank you so much for your entertaining speech, Mr. Littmann. Wir fangen an. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Timothy Arthur? Amerika. Das großartigste Land auf diesem Planeten. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. So scheint es bei den Land nicht zu groß. Der Traum vieler Menschen überall auf der Welt ist es, in den USA zu leben. Denn die USA ist wunderbar.
Amerika, das Land der Schurke, das Land, das ich mich ändern will, das Land, in dem Rassismus und Homophobie die Vorherrschaft haben. Und Menschen, die ihre eigenen Ansichten nach Perfektion betreiben. Okay, America is a good example for a country trying to end discrimination. It doesn't matter what type, discrimination against people with different heritages or different sexual orientations. America had problems with ending the discrimination found in the country. Nowadays, only few people still discriminate severely against people with a different skin color to themselves. There is still a difference between people with different heritages. White people are, on average, richer than non-white people. America has also allowed homosexuals to marry. I think this is a very good thing because they are no different to us. They have the same rights. Hello, America. Freiheit. Was ist Freiheit? Wo kann man sie erleben, fühlen und entdecken? Amerika ist ein Land, das mich mit vielen verschiedenen Seiten beeinflusst, wie man das Gefühl von Freiheit erfahren kann. Auf der einen Seite hat man mich in Polen wie New York, doch auf der anderen Seite die Wildnis mit Bergen, staubigen Landschaften und langen verlassenen Straßen. Jeder versteht etwas anderes unter Freiheit, doch für mich ist Freiheit ein Lebensgefühl. Losziehen, alles ergänzen, seine Möglichkeiten nutzen, neues erfahren und durchatmen. Das Schätzen, was man alles erlebt, ohne Last und Schmerz. Hello, America. America ist das Land der Möglichkeiten, denkt man sich. Doch wenn du ihm deine Liebe schenkst, kann es sein, dass es dich kränkt. Doch vor allem gibt es Essen dort. So gibt es KFC, Burger King an jedem Ort. Egal, ob du in Las Vegas bist und dort was isst, oder auch im Disneyland, das, was dort jeder kennt. Jedes Kind, ob groß, ob klein, träumt davon, ein Star zu sein. Ihr seid jetzt sicher gespannt, noch so ein eigendeutscher amerikanischer Begriff, Mountainbike, ein Bergrad. Jetzt geht es zur Preisverleihung, beziehungsweise zur Prüfung. Ich habe euch schon erklärt, wir haben keine ersten und zweiten Preise vergeben, weil wir alle eure Beiträge davon kannten. Aber es gibt nur mal eben zwei Mountainbikes und die werden jetzt verlost. So, wir haben das unterteilt in Männer- und Damenrad, weil es sind das sehr unterschiedliche. Frau Scholz ist jetzt so nett und zieht für euch diesen Gewinner des Herrenrads. Spannungsschein. Ja, sehr gerne. Also, alle, die Alexander heißen, können sich schon mal freuen. Wie viele sind das im Raum? Alexander. Gibt es einen Alexander hier? Einen? Kann das sein, dass du Solfert heißt? Komm bitte nach. Ansonsten freue ich mich, dass ihr da wart und dann gehen wir hiermit zum informellen Teil.